Hallo liebe Wanderfreunde, heute besuchen wir den Landkreis Dahme-Spreewald. Wir starten in Großköris direkt am Bahnhof. Der Himmel grau mit tief hängenden Wolken über uns. Eine digitale Infotafel informiert über die Region. Doch das Navigationsmenü ganz oben ist für uns kaum zu erreichen. Wir überqueren den Bahndamm, der Weg voller Menschen ist gerade ein Zug eingetroffen. Wir biegen in das Wohngebiet ein, idyllisch, aber nicht verschlafen. Dicht das Schilf am Schulzensee vor dem Yachthafen. Gegenüber die Christuskirche, geweiht 1916, erscheint für einen Moment die Sonne. Etwas weiter gibt es den Schlüssel, ist heute leider keiner da. Den Weg weiter erreichen wir die Zugbrücke, leider unpassierbar, sollte dieses schon längst fertig sein. Gibt es hierzu keine Info auf der offiziellen Webseite. Schmunzelnd ein Anwohner, standen hier schon viele. Wieder an der Kirche vorbei, folgen wir der grünen Markierung und biegen in den Radwanderweg ein. Dicht der Wald um uns, dazwischen blühende kleine Wiesen mit einer Fülle an Weiderich. Über den Wustrickgraben, gefolgt von einem kleinen Sumpfgebiet, vorbei am Lübtener Dreieck, geht es über die Landstraße in den Wald. Sandig nun der Weg, am Feld vorbei, zirpen die Grillen um uns herum, erreichen wir den Modersee. Ist hier leider kein Wasserblick möglich. Immer schwerer die Wolken über uns. Den Weg weiter entlang des Sumpfgebietes setzt Niesel ein. Wir erreichen den kleinen Körisser See, nun im vollen Grau suchen die Fahrer eines Kajaks auf dem Wasser Zuflucht unter den übers Wasser hängenden Bäumen vor der einsetzenden Husche. Vorbei an einer Laubenkolonie und einer Jugendherberge geht es durch dichtes Grün urig den Weg weiter. Glänzend schön das Gefieder des Hahnes auf dem Waldgehöft, erreichen wir eine Straße und damit Kleinköris. Mittlerweile wieder ohne Regen, gelangen wir nach einem kurzen Stück zum Biotop. Ein kleiner Dorfteich, umgeben von Büschen, Sträuchern und Bäumen, dazwischen versteckte Sitzgelegenheiten, schwimmen in dem Goldfische. Die Gelegenheit lassen wir uns nicht entgehen und setzen uns zur Wegzehrung. Unweit der Stumpf der ehemaligen Friedenseiche, heute Drachenbaum, ein Kunstwerk eines mehrköpfigen Drachens. Wir gelangen wieder ans Wasser, mit immer wieder kleinen Badestellen ist alles sehr gepflegt. Nun geht es durch den Wald, setzt gerade wieder Regen ein. Neubrück erreicht, wird der schöne Weg durch ein entstehendes Neubaugebiet sehr getrübt. Über die Brücke fährt unter uns gerade eine Yacht hindurch. Wir erreichen Gräbendorf und gehen nach einem Stück am Wasser zwischen Datschen entlang. Auf dem Weg ein Tor mit Vermerk, bitte wieder schließen, gehen wir hindurch, begeben uns auf den kleinen Hochuferweg und tauchen in den Wald ein. Schön jetzt zwischen den Bäumen die durchschimmernde Sonne. Ein letzter Blick zum See und Muddergraben, geht es einen Feldweg weiter. Wie aus dem Nichts beginnen die Wolken aufzureißen. Beschwerlich der Sandweg unter unseren Füßen, gelangen wir an die bäuerliche Siedlung Wilhelminenhof und über den folgenden Radwanderweg nach Großköris. Hübsch gestaltet und bepflanzt der Ortseingang. Durch den Ort erreichen wir das Fontaneufer, dem einzig öffentlichen Blick auf den großen Modersee. Begrüßt werden wir hier wieder von dem schmunzelnden Herrn, den wir heute Morgen auf der anderen Seite der Zugbrücke trafen. Den Weg der Umleitung folgend, auf dem Backofenplatz, eine alte Kiefer, ein Naturdenkmal, wächst in der großen Astgabel eine Eiche. Wir gehen über den alten Kanal und den Körisser Kanal, vorbei am sowjetischen Ehrenmal der Gefallenen des Zweiten Weltkrieges, erreichen wir wieder den Bahnhof. Eine dem Wetter geschuldete anstrengende Tour wurde es durch den Mix aus Regen und der Sonne sehr schwül. Es geht durch schöne, dichte Natur, mit Berührung des Wassers geht es teils auch entlang der Landstraße. Sind die Ortschaften sehr gepflegt, die wir durchqueren. Zwischenzeitlich wurde die Zugbrücke wieder eröffnet.